die neueste Kreation von uns vorstellen. Das ist unser Dach Maggiolina von Autohome, wo man mit zwei Personen bequem drin schlafen kann, 1,45 m x 2,10 m. Dazu haben wir eine Markise von Alucap, die ich sehr schön finde. Sie ist freitragend. Und eine 270-Grad-Markise. Ist eigentlich relativ einfach aufzubauen. So steht sie eigentlich schon. Sie ist freitragend, wie gesagt. Bei Sturm kann man hier nochmal eine Stütze rausnehmen. Weiter geht's hier. Das ist hier ein Jeep Rubicon. Es ist alles nur einmal gezeigt, was man machen kann. Jeder dieser Umbauten ist von uns natürlich für jedes Fahrzeug möglich. Individuell, nach Kundenwunsch. Wir können hier das Seitenteil rausnehmen. Haben hier dann wieder versteckt den kleinen Stauraum genutzt, wo wir dann nochmal eine Schublade haben, wo wir Teller, Tassen und Besteck drin haben. Als Stehtresen auch ganz gerne genommen oder auch zum Kochen. Hier hinten haben wir einen neuen Tisch, den man einmal als Stehtisch nutzen kann. Oder eben auch, wenn man mehr Platz zum Kochen oder ähnliches braucht, eine große Arbeitsfläche hat. Weiter geht's bei uns mit unserer Küchenzeile. Dieser Block ist für jeden Wagen eigentlich baubar. Im Moment ist es hier im Jeep Wrangler drin. Können wir für einen VW Passat, für einen Nissan, was auch immer bauen, wenn der Platz vorhanden ist. Hier haben wir einen Kühlschrank, einen Kompressorkühlschrank. Hier drunter haben wir unsere Kochgelegenheit, die wir dann auf die Spüle stellen können und auch kochen können. Des Weiteren können wir das Ganze ausziehen und haben hier eine Spüle, wo wir dann auch Frischwasser haben. Abwasser läuft dann ins Freie und hier hinten noch ein bisschen Stauraum. Damit wir aber auch unten schlafen können, weil wir können hier jetzt mit 5 Personen sitzen, aber dann eben auch mit 4 Personen drinnen schlafen. Wichtig ist, dass das Ganze relativ schnell und fix geht. So haben wir unsere Liegefläche. Wir können ganz normal drauf liegen und unsere Polster liegen dann hinten auf dem Küchenblock drauf. Das ist nur eine kleine Vorstellung, dass man sieht, was man machen kann und was ich persönlich sehr schön finde. Bis es dann zusammen ist. Ich habe jetzt im Moment die Gummibänder drin nicht drin. Das heißt, mit Gummibändern wird sich der Stoff selbst reinziehen. Dann hätte man damit auch nichts zu tun. Da gibt es eine große Leiter für. Die ist zum Ausziehen, die liegt im Dach drin. Man kann bei diesem Dach auch Bettwäsche und so weiter alles drin lassen. Was gut ist, ne? Dann hat man, man braucht nur hochkurbeln und hochgehen im Prinzip. Yes.